Moin Leute, Trimax hier. Jetzt geht's weiter mit Days Gone. Ich habe übel Bock auf das Game. Also eigentlich würde ich heute gar nicht streamen, aber das Game hat mich einfach wieder dazu gebracht. Vielen, vielen Dank für euer super Feedback. Scheint euch sehr zu gefallen. Ich versuche mal die Folgen ein bisschen länger zu machen in Zukunft, weil so 25 Minuten ist zu kurz. Genau, würde ich jetzt sagen, viel Spaß damit. Wo waren wir denn gerade stehen geblieben? Okay, also für die, die gerade eingeschaltet haben, es gibt zwei Camps. Einmal hier Hot Springs, finde ich ziemlich geil. Und hier einmal Copeland. Das ist so ein Camp. Ja, bisschen. Da sind gefühlt nur. Na, beide Camps sind mega abgefuckt. Zombie-Apokalypsen sind immer irgendwie abgefuckt. Also, da gibt's kein geiles Camp. Wo ist denn mein Hey, Bike, ey? wie läuft's? Hier. Wieso ist das ganze Gebiet hier rot? Was heißt das? Ich bin da, ich hab's geschafft, trotz dessen, dass es nachts war. Warte mal, ich mach mal hier. Zack. So ist besser. So ist besser. Wenn du bergab wärst, nicht. Ja, okay, ihr habt recht. Da waren vier Polizeiautos. Ja, ich weiß, ich habe leider Pistolenmunition voll und Gewehrmunition auch. Ich hätte die gar nicht aufsammeln können, leider. Bin mal gespannt. So, du willst also das Jagen lernen, richtig? Ich kann eine Das ist Flinte Copeland, abfeuern. oder? Ein Gewehr, keine Flinte. Ich war bei den Gebirgsjägern, Korb. Lass doch den verdammten Marine-Scheiß. Einen Hirsch zu töten ist anders als einen Menschen. Oder ein Freak. Die beste Art zu jagen ist Fährten lesen. Du musst dich konzentrieren. Und auf Mutter Natur hören. Wenn du genau hinschaust, kannst du die Zeichen sehen. Was ist das denn für einer? Die finde ich voll unsympathisch. Alter, ich schau genau hin, ey. Was ist hier los? Oh, Hirsch. Als wenn er irgendwie so ein scheiß X-Men ist und die Vergangenheit sehen kann. Alter, was er für Geräusche macht, wenn er runterspringt. Gut, alles klar. Augen auf. Siehst du den Hirschkot da? Ganz frisch. Alter, schön ja, reinfassen. Ich seh's. In die Richtung. Ja, das sehe ich. Gut, ist auch so billig. Da ist er schon. Wow. Bester Fährtenleser. Einmal in Scheiße gegriffen und ist er direkt ein Hirsch. Ich darf ihn jetzt nicht töten, ach so. Schnell, da ist er. Ich sehe ihn. Hier, nimm ein Gewehr. Wenn du Gebirgsjäger warst, kannst du damit umgehen. Gib mir dein Gewehr sofort. Jakob, ich weiß, was ein Visier ist. Ich hatte schon mal in der Hand die Waffe. Ruhig, ruhig. Ich komme klar. Guter Schuss. Guter Schuss. Erwischt. Was bricht das jetzt? Wildverfolgen. Du hast Wildverfolgen freigeschaltet. Die Fähigkeit, einen verwundeten Hirsch aufzuspüren, suche nach der Blutspur. Du kannst R3 antippen, um die Überlebensansicht zu verwenden und 4 gedrückt halten, um nach Hinweisen zu suchen. Okay. Oh, verdammt, er hat nicht gesessen. Er kommt davon. Nein, nein, schon okay. Er ist verletzt. Okay. Alter, wir haben doch gesehen, wo er langgelaufen ist. Wieso muss ich mir das nochmal angucken? Ja, der hat geblutet. Klar, ich bin voll angeschossen aus 10 Meter Entfernung. Dann folge ihr. Bin dran. Warum muss ich jetzt mittendrin lernen, wie man Hirsche angreift? Das habe ich sogar schon gemacht, weil ich war so clever. Ich hätte einen Hirsch gefunden oder ein Reh. Und er ist tot. Wir sollten jetzt gleich auf seinen Kadaver stoßen. Gut. Weißt du, wie man ein Tier ausweidet? Ja. Ja, hör zu. Boozer und ich haben schon mal gejagt. Er war mit seinem Vater öfter auf Elchjagd und er hat mir gezeigt, wie das geht. Finde ich sehr gut, wie sie das gut. den gesamten Sag Hirsch mal, verwerten. Das finde ich sehr, sehr löblich von denen. Stark. Geht echt noch besser. Einfach du verschwendest viel zu viel Bauch aufschlitzen, fertig. Eigentlich nicht schlecht für einen Anfänger. Ja, danke.
Das war schon wieder hier. Mhm. Was eigentlich mit Buse? Den haben wir seit 100 Jahren nicht mehr gesehen. Finde es gut, dass du momentan nicht so viel Fortnite streamst. Oh, 12 Stunden in 2 Tagen. Gut, gib mir jetzt das Gewehr. Danke. Ja, danke. Wie gesagt, Deke. Im Camp können wir Wild immer gut brauchen. Vor allem für die Verwundeten nach dem Ripper-Angriff. Okay, Kaupe. Ja, ich versuche, daran zu denken. Warte mal. Ein Gewehr, keine Flinte. Copeland, nee. Guck mal, im anderen Camp sind wir schon fast bei 12.500. Hier sind wir noch bei 3, 4. Ich will das andere Camp hochskillen. Das haben wir mehr von. Na, erst mein Bruder. 35%. Fahre zur Position. Warum soll ich das machen? Neue Fertigkeitsstufe. Alright, machen wir. Ihr müsst sagen, was ich machen soll. Ach, ich wollte doch hier Fernkampf, oder? Erhöht den verursachten Schaden durch Armbrustbolzen erheblich. Ja, das will ich. Dafür muss ich das erstmal holen. Oder war es das? Reduziert den Rückschuss von Fernkampfwaffen erheblich. Nachladezeit. Erhöht die Präzision von Fernkampfwaffen. Ja, komm, machen wir das. Hatten wir das letzte Mal schon reingezogen. Voll konzentriert. Greife mit L1 auf ein Überlebensrad zu, wähle einen Konzentrationscocktail aus und nutze sie mit R2. Konzentrationscocktails verleihen einen Konzentrationsboost und erhöhen die Rate der Konzentrationsregeneration. Okay. Ist in Ordnung. Ja, die Sounds sind echt ganz schön crazy. Was ist es denn schon wieder dunkel? Für mich sehen die ziemlich ramponiert aus, Cobb, aber hey, wie du meinst. Und nichts gegen ein bisschen krassen Kommerz. Verdammt, ein neues Bike könnte ich gut gebrauchen. Was? Warum schreit der, wie wird er geredet? Bin da. Ganz schön viele Zombies hier in der Nähe, gefällt mir nicht. Muss jetzt Fleisch farmen, echt. Ah, jetzt tagsüber, das ist doch mal geil. Hat er jetzt auf dem Bike gepennt? Nee. Hm. O'Brien, wie lange müssen wir noch hier draußen bleiben? Wir fangen gerade erst an, also ganz ruhig, okay? Das ist O'Brien. O'Brien, das muss es sein. Der war im Hubschrauber, wo die Frau mit transportiert wurde. Wie weit ist das jetzt? Ach, ich kann direkt nach da drücken. Ich lasse mein Bike hier stehen. Ach, sie sind da schon, lol. Aber das sind immer so Schleichaufträge. Soll ich die jetzt irgendwie killen? Nee, ne? Er meinte auch, er hat keine Chance gegen die. Die haben auch Anzüge, dass meine Waffen da nicht so geil funktionieren. Ja, so Schleichaufträge finde ich nicht so geil. Oder kann ich ihn mit dem Messer ich mach mal. Story. Aktive Story, spüre, habe ich doch. Steht nichts weiter. Ich komme nicht an ihn ran, was soll ich machen? Kann ich mit meinem Fernglas Gegner markieren? Ah ja. Und nu? Wie soll ich zu ihm kommen? Hier ist ja weit und breit auch kein hohes Gras. Kann ich sie töten? Du sollst ihm nur folgen. Vielleicht mal ein Stein. Mal ablenken den Typen. Scheiße, fast. Stein. Ich kann mich doch hier nicht verstecken. Hey, Sarge, wie wär's, wenn wir auf dem Rückweg nochmal Halt machen? Würde mir gerne. Der sieht mich jetzt nicht? Hey, Doc, sind Sie endlich fertig? Ich bin kein Arzt. Wie oft muss ich Ihnen das noch sagen? Sorry. Digga, was sind die alle low? Wie lange bleiben wir noch? Ich geh in den Bach. Ich höre nichts mehr. Geh mal weg, Alter.
etwas gehört. Ja, ich hab den Stein doch ganz woanders hingeschmissen. Stell dir vor, da sitzt die ganze Zeit ein Pilot drin, der sieht mich die ganze Zeit. Bogen. Nee, ich kann ihn nicht töten. Halt's Maul, wo kommt der denn her? Wir kommen hierher, das passt mir. Ah, komm ran. Fliegt weg, ja. Die lassen einfach einen Helikopter unbeaufsichtigt. Die können einfach irgendein abgefuckter Biker kommen und mit dem Heli abhauen. Ich will hören, was er sagt. Hier. Ich hab was gehört. Die Streifung der größeren Muskeln weist auf eine Infektion mit Hooligan-Stamm HB hin. Ich nehme eine Probe zur Bestätigung. Ich kann sie nicht töten. Wir haben schutzsichere Westen an und andere Sachen. Das ist brutal. Ich muss campen. Redet ihr auch mal weiter? Ist er jetzt alleine? Soll ich jetzt mal hin? Die Freaks haben dich nicht erwischt. Hättest du länger gelebt, wärst du auch einer geworden. Das wäre doch mal was. Oh oh. Alter. Ich will nur reden. Alter. Neuroprotokoll 2-7 besagt eindeutig, dass bei laufenden Operationen in Quarantänezonen beim Antreffen von Zivilisten das so... Zivilisten keinerlei Kontakt erlaubt ist. Wirklich? Sieht aber aus, als hättest du gerade Kontakt. Ja, das hab ich. Du lebst. Ja, das tue ich. Wie ist das möglich, das O'Brien? Ich verstehe nicht. Okay, du warst da, in der Nacht, in Farewell. In der nächsten Nacht brannten das Flüchtlingslager und die Helis. Alle waren tot, abgeschlachtet, zerfetzt, in Stücke gerissen. Okay, hör zu. Entweder auf die sanfte oder die harte Tour. Die sanfte Tour, wir plaudern ein wenig, du gibst mir die Informationen, die ich brauche, und dann buddelst du dich weiter durch Freaker-Scheiße oder was du hier treibst. Die harte Tour. Ich zerreiße dein Astronautenkostüm und wir sehen mal, was deine Freunde dazu sagen, dass du kontaminierte Luft einatmest. Also was darf sein, O'Brien? Ja. Okay. Guter Move. Damals, auf dem Dach der alten Brauerei, habe ich eine verletzte Frau in deinen Heli gesetzt. Ja. Ich erinnere mich. Eine Stichwunde. Sie war übel zugerichtet. Ich fuhr zum Flüchtlingslager, in das du sie bringen wolltest. Alle waren tot, also frage ich dich nochmal. Wie hast du überlebt? Wir waren nicht da. Wir wurden umgeleitet zu einem anderen Camp. Wie du sagtest, das Camp in Bernab wurde überrannt. Wir sollten nach Süden, in ein Camp am Silver Lake. Gab es Überlebende? Du meinst heute?
Ich weiß es nicht. Ich wurde der Forschungseinheit zugeteilt. Hat sie Halt! Ich sehe nach. Ich finde es raus. Du hast ein Funkgerät von uns. So hast du... Ich kann nichts versprechen. Aber ich versuch's. Und ich begleite dich. Los, komm schon. Du kennst die Kerle nicht. Die knallen dich ab. Vorher knall ich dich ab. Okay, hör zu, wenn du mich umlegen willst, bitte. Okay? Ich mach nur meinen Job. Diese Frau, deine Ehefrau. Ich gab ihr Sauerstoff, eine Infusion. Hielt sie am Leben. Deshalb habe ich Ärger gekriegt. Eine selbst, das hätte sie fast umgebracht. Ich brachte sie ins Feldlazarett. Ich hab sie gerettet. O'Brien, Bericht. Ich muss los. Bitte, du musst hier weg, okay? Du kennst diese Kerle nicht. Du weißt nicht, was sie imstande sind. Wenn ich nichts von dir höre, egal wie lange es dauert, ich werde dich kriegen. Und dann werde ich dir mehr abreißen als nur eine Antenne. Tut mir leid mit deiner Frau. Guter Move. Aber nicht nur du hast jemanden verloren in dieser Nacht. Nice. Gute Story. Abgeschlossen. Wofür gibt's das jetzt? Wieso nimmt er seine Waffe in die Hand? Holy shit, was ist los bei dir? Und wo ist mein Bike jetzt ganz? O'Brien, er lebt. Wie zum Teufel kann das sein? Sie ist in Richtung Süden. Er sagte, er gab ihr Sauerstoff und eine Infusion. Hielt sie am Leben. Eine Sepsis hätte sie fast umgebracht, aber er brachte sie ins Feldlazarett. Er hat sie gerettet, hat er gesagt. Er hat sie gerettet. Wieso wiederholt er doch mal alles? Sie könnte also noch am... Nein, das kann nicht sein. Nein. Aber O'Brien lebt noch. Wenn er noch lebt, dann vielleicht... Wo ist mein Bike, ey? Hier? Ja, hier, tatsächlich. Wo muss ich nun hin? Gucken wir mal. Oh, so weit? So eine verseuchte. Ah, ne. Was ist das hier? Ist das ein Jagd auf Lien? Verbrenne Alvarez Leiche. Zu wem gehört das? Und was muss ich jetzt machen? Oh, ne. Kehre zum Versteck zurück. Zu meinem Kollegen? Ja. Dick? Bist du da? Hey, Busch! Ich hab dich doch gefragt, ob du dich an diesen Nero-Penner O'Brien erinnerst. Ja, Dick, es ist alles etwas verschwommen. Ja, okay. Also, mein schlaf erst mal eine Runde. Ich erzähl's dir Kollege später. Oder Bruder oder keine Ahnung, was das ist. Halt die Klappe, verdammt! Sorry. Hier drin ist die Hölle los. Sie ist Eddie. Ist raus, um was zu holen. Ich weiß nicht was. Wann hauen wir denn ab? Dick? Bald, Bruder. Sehr bald. Hör zu. Sobald es deinem Arm besser geht, sehen wir zu, dass wir Land gewinnen. Nick. Okay. Sein Arm wurde komplett verkohlt von den Rippern. Der muss sich jetzt die ganze Zeit schonen und ich mache die ganze Zeit Aufträge. Wir haben eigentlich das Ziel, Richtung Norden zu fahren, weil hier sind ziemlich viele O'Brien. Zombies. Hörst du mich? O'Brien? Verfluchter Mistkerl, wenn du dich nicht meldest, dann... Ich weiß, dass du auf dem verdammten Kanal bist! Okay, also wenn du dich nicht bei mir meldest, dann komm ich zu dir! Hast du mich verstanden? Ach Gott, verdammt, jetzt komm schon! O'Brien, melde dich! Ich bin schon da, ist nicht schnell. Alter, ist ja sogar mit Wetter. Wie ist... Mein Großvater lehrte mich alles über die Jagd. Das funktioniert... Jakob, nicht heute. Ich bin nicht in der Stimmung für deinen Schwachsinn. Was ist hier? Zwei Verband, einmal Molotow? Lol, wieso? Geil. So, wie geht's denn deinen Arm? Hey, zeig doch mal. Guzman, ich hab Fleisch dabei. Das sollte eine Weile reichen. Hey, Dick. Danke, Mann. Das sieht nicht gut aus. Ich hab grad keinen Hunger. Ich... Salz es gleich ein. Ich hab grad keinen Hunger.
das war's mit dir. Wir haben uns 3 Tage nicht gesehen. Okay. Tschüss. Hab ich noch was im Waffenschrank? Ne, hab ich alles schon dabei. Dann wollen wir mal schauen. Wo müssen wir... Alter, wie weit? Aber... Sieh nach Lisa. Habe ich hier nicht noch einen optionalen Auftrag fürs Camp? Warte mal, ich möchte irgendeinen kleinen Auftrag machen für... Ich gehe mal hier auf Story. Für Hot Springs. Der ist ganz schön weit, ne? Digga, die Sounds. So, lass mich jetzt hier rein. Oh, was habt ihr denn für... Scheiße, ihr werdet angegriffen. Ich aim nicht so gut. Nein! Lass mich einfach rein zu euch. Waren das alle? Ja, geschafft? Nee, ist immer noch rot. Digga, die Ripper greifen einfach an. Was für eine Scheiße. Ist schon wieder ganz schön viel Leben. Kostet immer wieder einen Verband, muss ich nehmen. Wieso was? Die greifen einfach an. Einsammeln, was hast du für mich? Volles Inventar. Ab auf Spike und rein. Ripper sind ganz merkwürdige Dudes, die die Zombies anbeten. Moment, den kenne ich. Aufmachen. Schnell wieder hoch. So, dafür möchte ich jetzt bitte... Vertrauenspunkte kriegen. Ich habe euch jetzt hier ganz schön geholfen. Okay, hier parke ich. Scheiße, das muss ich alles wieder reparieren. Im Kofferraum der Polizei oder zur Munition. Ja, weiß ich, aber ich kann gerade gar keine Munition tragen. Das ist halt das Ding. Geht's dir, Kleine? Die hab ich gerettet. Lass mich nicht gehen. Warum willst du gehen? Du bist dir doch sicher. Ich muss arbeiten. Okay. Okay. Die hat 2 Jahre in ihrem Kinderzimmer überlebt und wir wissen nicht wie. Hot Springs? Voll? Nein, immer noch nicht voll. Das nervt. Wir müssen das jetzt vollkriegen. Komm, jetzt machen wir jetzt nicht so einen Nervkram hier. Gib mir jetzt einen Auftrag, ein Kopfgeld oder lass mich irgendwas bereinigen und dann. So, komm. What? Ja, komm. Dick. Du musst wen für mich aufspüren. Das ist der Chef hier. Den aufspüren. Aufspüren, okay. Machen wir. Was ist da los? Kurz nachdem du Lisa hergebracht hattest, brachte Larsen noch ein Mädchen. Sie heißt Rose Allen. Ein schwaches kleines Ding. Aber wir dachten, sie könnte uns trotzdem beim Bewässerungssystem helfen. Okay, und was genau? Sie ist weg. Sie war mit Erkay und ein paar anderen auf Besorgungstour. Oben beim verlassenen Nero-Flüchtlingslager. Ich glaube, du warst da schon mal. Ja, ich kenne es. Finde sie, Deke. Da oben treiben sich Drifter und andere miese Typen rum. Wenn die sie zuerst finden... Ja, okay. Ich sehe, was ich tun kann. Machen wir. Klingt nach einem guten Auftrag. Wie heißt die? Rose Allen? Das ist mein Bike. Kann ich helfen? Nein, kannst du nicht. Ich sehe mich nur um. Obwohl, vielleicht kannst du was bauen? Oh, ich
Benzin? Nee, kann er nicht. Ein Schwarm durch, also. Kein Blödsinn. Wenn sie hier war, dann ist es ja unwahrscheinlich, dass sie überlebt. Wenn doch, findest du sie. Tacker Ende. Hier ist noch Mordel angekommen, okay. Down. Ist down. Die, Digga, die Armbrust ist so geil. Die macht einfach One-Shots. Oh, Schwärmer. Schwärmer? Was sind Schwärmer? Warum ist so derbe dramatische Musik jetzt? Was sind Schwärmer? Meint er Zombies damit? Keine Muni! Scheiße! Kann ich nochmal neue Muni machen? Ja. Muni machen. Polizeirolle. Und daneben schießen. Super. Ja, schön hier. Schön. Sehr schön. Ja, er sagt das gleiche. Nochmal neu nachladen. Ja, warum sind das denn so derbe viele? Hier muss jetzt irgendwo das Nest sein. Ganz sicher. Oh, schön in die Schädeldecke rein. Da ist das Nest. Ja, komm, geruhig. Müsste gleich um die Ecke sein. Da ist das Nest. Ja, das hätte man ja gar nicht finden können. Zeit für ein Oh, fuck. Hä? Achso, schon geschafft. Na, der. Ist voll? Ja, oh mein Gott, Hot Springs Level 2. Geil. Aber die muss ich jetzt mal ganz kurz töten. ETF. Scheiße. Die Armbrust ist so geil. Ich werde die komplett hochskillen. Die ist 1000-mal geiler als jede Waffe. Und ich habe geskillt, dass ich hier, seht ihr das? Zack, Bolzen wieder aufgesammelt. Jetzt habe ich einfach wieder einen Schuss mehr. Nester-Rückstände könntet ihr mir immer noch nicht sagen, wo ich das hinbringe. Was haben wir denn hier? Nee, die macht jeder schlecht. Nestrückstände, was er damit machen kann, wissen wir immer noch nicht, ne? Das ist ja ein bisschen schade. Oh, Scheiße. Sieht aus, als hätte der Schwarm sie zerfetzt. Echt? Am Bastard. Wo? Ach, das? Echt? Nee, das kann doch gar nicht sein. So ein Scheiß. Soll ich diesem Gebiet jetzt hier suchen? Okay, was haben wir denn da? Ich meine, vielleicht hier irgendwo? Okay. Na, er ist ein guter Spurenleser. Aber ich nicht. Bin falsch gerannt. Herr, wo? Die gehen in die Richtung. Kann ich hier hoch? Was geht denn da ab? Rose? Rose Allen, ja? Nein! Nein! Hey, 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 hey! Ich werde dir nichts tun, okay? Ich gehöre nicht zu denen. Nein! Nein! Gott verdammt, ich will dir helfen. Tucker schickt mich. Warte, warte, ich sagte, ich bin hier, um dir zu helfen. Nein, sie schickt dich. Du bist vom Arbeitslager. Nein, nein, also Tucker, ich besorg Zeug für sie, ja. Ich musste hungern. Ich wollte nicht gehorchen. Also gab's kein Essen. Es ist halt ein Arbeitslager, da muss man halt arbeiten. Ich bin kein Sklave. Ich gehe nicht zurück, kapiert? Lieber sterbe ich hier. Okay, 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 Gott verdammt. Würde ich jetzt nicht so machen, aber gut. Alle müssen arbeiten. So. Alter, wir grinden hier durch. Noch ein Fertigkeitspunkt, geil. Holy shit. Kann ich das?
Erfordert noch einen zusätzlichen Punkt. Wie viele Punkte brauchen wir? Das sind insgesamt zwei dann, oder was? Kannst du auch runtersliden hier? Ja, oft kann man in Stories so richtig lässig die Leiter runtergehen. Bei den Bogen links, da kannst du Spezialbögen herstellen mit dem Nesterzeug. Ah, echt? Ja, jetzt Nestrückstände, Schrott und der Setzling. Und was können die? Rückstandpulsen. Ah, danke, Mann. Das ist doch mal ein guter Tipp. Oh. Ist ja nicht weit hier, komm. Schnellreise, geht das? Möchtest du diesen Ort wirklich mit der Schnellreise besuchen? Kostet mich das was? Seit wann gibt es eine Schnellreise? Ist jetzt mein Bike weg? Was ist denn eine Schnellreise? Warum geht das? Das hat mir keiner gesagt. Was kostet das denn? Ich will mein Bike mit reinnehmen. Oh Gott, Benzin kostet das, und zwar richtig. Das ist die. Lass den rein. Schnellreise gibt es, wenn alle Nester weg sind. Ah. Pass auf. Nee. Hey, wie geht's? Alright, bin da. Höhere Vertrauensstufe. Wir müssen gleich sofort zum Händler. Mega geil. Erstmal mit Tucker reden. Erzähl's mir. Er muss genau so auf sie zukommen. Ach, kein Job verfügbar? Hä, ich hab doch... Was macht der? Ich hab doch deine Dings wiedergebracht. Deine Kollegin. Darüber wollen wir jetzt nicht reden. Okay, egal. Ich gehe zum Händler. Neue Waffe? Wie? Oh Gott, die ist echt ungenau. Komm mal dichter. Komm her. Hallo. Hallo. Einmal umdrehen. Oh Gott, okay, die hat Bums. Funktioniert die Waffe. So, jetzt ihre Leiche verbrennen. Ist das deine... Bist du die Leiche? Das ist interessant. Deke, Gott sei Dank. Du musst ihn sofort verfolgen. Er entkommt umsonst. Wen verfolgen, Tuck? Ganz ruhig. Na, Roach. Roach. Du kennst ihn, ein Kumpel von Leon und Alvarez. Aber ich hab ihm vertraut. Oh Gott, verdammt, Tuck, das war ein Fehler. Ja, er ist mit den restlichen Pillen Richtung Norden. Meine Jungs haben ihn bei Marion Forks verloren. Digga, warum haben die alle ein Drogenproblem? Okay, ich versuche ihn aufzuspüren. Und warum fahre ich ständig immer wieder? Hört ihr das? What the fuck? Alter, ist das krank. Und ich wollte jetzt hier auf Nesterzerstörung gehen. Also tagsüber muss man die Nester kaputt machen, damit nachts nicht so viele da sind. Verbrenne die Leiche von Alvarez. Habe ich doch ausgewählt. Nebenmission auswählen. Digga, wieso habe ich jetzt eine neue Mission freigeschaltet? Ich verstehe das nicht, ich war doch direkt da. Ach so, einfach Molotow raufwerfen? Keine Sorge, Alvarez, ich überlass dich nicht den Freaks. Ruhe in Frieden. Horde ist da. Nein, schnell, fahr. Nein. Oh, what the fuck. What the fuck, jetzt nirgendwo gegenfahren. Wie ist denn Benzin? Warum ist das so dramatische Musik? Und warum... Was ist, wenn ich jetzt kein Benzin hätte? Für eine kranke Scheiße. Danke, Bruder. Sie hätte dasselbe getan. Soll ich jetzt helfen? Ah, ich werde auch nicht jedes Mal tanken. Das nervt jetzt auch. Ich fahre jetzt weiter. Ey, wie ich die ganze Gegend schon auswendig kenne, ne? Witzig, weil man hier so oft lang fährt. Ich komme später zurück und beende dann die Arbeit.
hier. Suchen. Safe im Kamin. Ich bin nicht Schrott. Was? Brauchst du echt Schrott jetzt hier? Mal sehen, was da geht. Los geht's. Gut. Das heißt, jetzt kommt eine Bike-Mission. Muss mich genau umschauen. Wie schlecht. Was haben wir hier? Ah. Geht doch. Tucker, ich hab ihn entdeckt. Es sah aus, als würde er auf jemanden warten. Dick, lass ihn nicht entkommen. Ab geht's. Bike, Waffenpräzision. Solange du auf dem Bike bist, hängt die Waffenpräzision von der Entfernung zum Ziel deiner... Wissen wir doch. Komm, weiter. Ich will ihn lebend. Los geht's. Was zur Scheiße, Tucker? Lebend? Er hat mehr geklaut als gedacht. Ich muss wissen, wo er das Zeug versteckt hat. What the fuck? Okay, mal sehen, was ich tue. Oh, komm schon, Roach. Hä, wieso? Warum hab ich so schlechtes Handling? Immer noch hinter dir, du Arschloch. Okay, dann eben auf die harte Tour. Roach, halt an, ich will nur reden. Ja, deswegen schickt Tucker dich. Hä, wo ist er hin? Zum Reden. Ein schlecht Festling. Oh Gott, verdammt, wenn ich dich töten wollte, dann wärst du schon tot. Ach, am Arsch. Ich weiß, was du mit Leon und Everest gemacht hast. Ja, wieso fährst du denn so langsam? Was machst du denn? Komm mal her. Daneben. ETF, wer greift mich da so hart an? Schöner Hit. Du kannst mir nicht entkommen. Warum fährt er jetzt so schnell? Ja, wieso ist denn jetzt so schnell? Versuch einen Luckshot. Daneben. Daneben. Komm, ein Lucky Shot. Daneben. 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 Treffer. Ich hab dich, du Arschloch! Der letzte Shot. Was ist denn passiert? Hey, Roach, wie läuft's denn, Kumpel? Wo ist dein Kollege jetzt? Ich sag ja, ich bring dich nicht um. Ja. Ja. Dick! Nein! Nein! Ich hab nichts gemacht. Ja. Ja. Tucker sieht das anders. Ich schätze, als Leon und Alvarez mit den Pillen abgehauen sind, haben sie dir nichts abgegeben, ha? Huh? Dick, nein. Nein, sag mir, was du dir dabei was? Gedacht hast. Ich will's verstehen, ganz okay? Ganz komisch synchronisiert, ganz schlecht. Dass die Alte gerade nicht geguckt hat? Dick, ich hab nichts dabei, okay? Durchsuch mich. Ja. Nein, das ist nicht mein Job. Das überlasse ich Erkal. Sauber, die restlichen Pillen. Hot Springs. 2300 Vertrauen? Das schmeckt gewaltig. Kopfgeld. Hey, Tucker, ich hab ihn. Schreib die Koordinaten auf. Erkal soll Leute schicken. Lebt er noch? Komm schon, bitte. Hatte er die Pillen? Ja, noch lebt er. Aber wenn das so bleiben soll, dann sollte Erkal seinen Arsch hochkriegen. Weißt du noch? Du und ich, wir waren Freunde. Bitte, Hörst du mich? Ich will nicht sterben. Lass mich nicht so zurück. Verrückte Frage. Komm schon, mach mich los. Fick dich. Scheiße, fick dich. Wie schreit der denn so? Mach jetzt. Ich fahr weg. Ich will dich ein bisschen auf. Was ist hier das Auftrag? 2 von 4 Räume das Hinterhaltcamp. Die haben mich schon so oft angegriffen. Die nerven so sehr. Die haben so einen Sniper-Typen. Ach, ich bin letztes Mal immer aus der anderen Richtung gekommen. Auf höhere Distanz ein bisschen höher schießen. Oh, Dream, Alter. In den Nacken rein. Oh, scheiße. Die haben eine Alarmanlage installiert. Ich bin durchgelaufen. Hab's nicht gesehen. Aber sie haben mich nicht gehört. Jetzt haben die mich gehört. Ich bin auch so lost, ne? Ich sehe es. Ich brauch Deckung. Meine Bolzen sind alle weg.
wir hier für das Gewehr? Dafür haben wir doch eine Waffe. Haben die schon wieder eine Sniper? Komm schon. Nice. Und wie viele Zombies kommen da immer raus? Wenn ich die angreife, lassen sie da unten irgendwie Zombies raus. Das verstehe ich nicht. Was passt das? Ich habe das System von diesem Camp nicht verstanden. Headshot, nice. Wenn die Zombies zu mir hochkommen, bin ich komplett im Arsch. Die haben irgendwas, wenn Angreifer kommen. Dass diese Zombies da rauskommen. What the fuck? Headshot, geil. Das mache ich gerade ganz schön gut. Also dafür, dass das noch nicht mal ein Sniper ist, sondern nur ein Gewehr. Ich höre die ganz doll, die Zombies. Die dürfen halt nicht hochkommen, ne? WTF! What the fuck, was ist das für eine Scheiße? Hä, was ist das für ein dummer Auftrag? Ich hab gleich keine Ausdauer mehr. Habe ich die ultimative Bombe? Splittergranate, tatsächlich. Daneben. Ich hab doch meine geile Waffe. Zack. 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 Alter, ich habe noch nie so viele Zombies getötet. Krieg ich mal bitte einen Lässig in den Chat? Was war das denn? Ich habe eine Splittergranate gehabt. Die hatte ich auch nur per Zufall dabei. Digga, Splittergranate ist ja der Shit. Wie viel Loot das ist. Daneben. Hä? Der ist dumm! Ja, bisher war jeder Zombie immer One-Shot von der Armbrust. Wieso hat der das überlebt? Ja, haben die Zombies jetzt die Typen angegriffen? Ey, was ist das für ein scheiß Camp? Ich versteh's nicht. Wie viele Schüsse habe ich noch? Die hole ich mir doch jetzt einfach. Was soll der Bums? Zu laut geschrien. Nein, das wollte ich nicht. Ist das hier nicht was zum Looten, ne? Hier ist wieder so eine scheiß Falle. Ach, kann ich kaputt machen? Naja. Okay. Ich verstehe deren Camp leider wirklich nicht. Das ist kein Witz. Die bauen sich ein Camp über eine Zombiehöhle. Ich dachte, die Zombies. Jetzt haben die Zombies das ganze Camp überrannt. So, erstmal scannen. Drei Gegner sehe ich. Wieso? Freaks! Freaks? Aus welcher Richtung? Bin ich ein Freak? Nee. Freaker! Wir wollen nicht gegen Freaks kämpfen!
Die werden jetzt von Freakern angegriffen. Alter, das ist ein ganz krankes Camp hier. Das ist komplettes Endgegner-Level. Na komm, hau auf dich zu bewegen. Bisschen hoch. Oh! Hat er mich gesehen? Well. Ja. Warum ist das so dramatische Musik? Ich denke, er war der Letzte. Nee, 13 von 14, einer fehlt. Okay, Musik ist zu Ende, sehr gut, das wollte ich. Mehr wollte ich doch gar nicht. Ich habe dieses Camp nicht verstanden. Das ist hier ganz schön verrückt. Einer soll noch leben irgendwo, keine Ahnung wo. Mal Schrott mitnehmen, das ganze Camp plündern. Ihr müsst doch mehr haben, kommt schon. Ihr wart ein 14-Mann-Camp. Und hier kommen dann immer die Freaker raus, das verstehe ich auch nicht. Na gut. Wo ist der letzte von euch? Ich werde jetzt zum Beispiel die Sniper, aber es bringt nichts, wenn ich sie mit aufsammle. Weil. Ist jetzt ein bisschen blöd, dass ich den letzten nicht finde. Das buggt, glaube ich. Der ist bestimmt hinter irgendeiner Wand versteckt oder so. Und buggt da irgendwie fest. Jetzt sehe ich ihn nicht. Oder der letzte wurde von Zombies getötet. Oder der ist hier. Hinten auf der anderen Seite. Alter, hat mich erschrocken. Wie dumm bin ich? Der ist safe hier. Wer war das? Headshot. Ihr werdet hier keine weiteren Hinterhalte mehr legen. Sauber. Die sehen doch aus, als könnten sie hier einen unterirdischen Bunker haben, oder? Alter, optionales Ziel Bunker durchsuchen. Wollen wir das hier? Hier ist Radio Free Oregon. Die Wahrheit wird euch befreien. Es ist wieder der Wilde Bunker gucken? Nein, ich denke nicht, Cobb. Nicht heute. Ich habe jetzt keine Muni mehr. Heilung ist low. Ich habe keine Bolzen. Oh Gott, hier sind überall Bärenfallen. What the fuck? Hier hoch, sagt ihr? Wow. Da ist er. Ach, so einfach. Okay, sorry, ey, fail. Den sieht man ja komplett, ist ja gar nicht geheim. Oder geht er einfach so? Sonst hat er nie was anderes gemacht, in den Bunker rein. Also hier hätte ich jetzt schon mal Angst, definitiv so, klar. Ich kann hier nichts looten. Hey, wie praktisch. Was ist das? Karte. Jede Menge Markierungen. Sehr Das ist ein schöner Auftrag. Hot Springs Vertrauen? Gibt das so wie geil? Schön. Ich schätze mal, die brauchen sie jetzt nicht mehr. Schlafen könnte ich hier, ne? Waffenschrank. Ach so, das ist mein Waffenschrank. Habe ich hier vor? Habe ich hier. Nee. Das bringt ja nichts. Okay, ich habe jetzt nur den Auftrag hier bekommen. Habe ich echt alles gut gründlich gelootet? Ich habe immer Angst, dass ich nicht so gründlich genug bin beim Looten.
Okay, gut. Jetzt würde ich sagen, was ist das mit der Folge? Nächstes Mal machen wir dann weiter. Was war, wir wurden einfach komplett aufgehalten. Wir wollten ja eigentlich, ich hab was für dich. Finde ein Donnerei im Besucherzentrum. Achso, das war, das lief über sie. Okay, ja, wieder mega geil. Direkt jetzt schon wieder Bock aufs nächste Mal. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare. Das war's mit dem Video. Haut rein.